Der Kaffee, wie immer. Es könnte mal sein, dass man das Jitsi verwenden möchte, aber kein Laptop hat, sondern man muss dann auf sein Handy zugreifen. Und das ist aber auch keine Hexerei. Ich schaue mir das an, wo habe ich da meine App? Die habe ich da, Jitsi Meet versteckt. Machen wir es so. Also wenn ich einfach über jitsi.org dort einsteige, dann brauche ich nur da einen Namen eingeben und schon bin ich drinnen. Meistens passiert es aber, dass ich da einen anderen Server verwenden will. Dann habe ich da links oben meine drei Menü, Zeilen, Sandwich-Menü oder Hamburger-Menü, sagt man da dazu. Da gibt es den Punkt Einstellungen. Da kann man als erstes einmal anzeigen den Namen, den man da jetzt hergeben will, also im Moment erscheine ich dann da als Biber. Und dann steht da Server-URL, das ist nur so grau, das ist also die Vorgabe, das ist das ja, von jitsi.org. Gell? Und wenn ich das nicht möchte, dann tippe ich halt da hinein und dann muss ich da schreiben https:// und dann den Namen von dem Server, das kann alles Mögliche sein. Der, den ich jetzt da verwende, zum Beispiel, das ist meet.hotze.com. Fertig. Jetzt steht der da drin. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, und ich weiß jetzt ganz genau, den habe ich da zuerst Versuch genannt. Schickt mir jetzt nicht los. Und schon sind wir da drinnen. Ah, da bin ich. So, jetzt bin ich also da in der Kamera und da auf meinem Screen auch. Man sieht schon, ich habe in der anderen Konferenz eingestellt, Teilnehmer treten stumm bei, deswegen ist da mein Mikro ausgegraut. Kann ich also nicht verwenden. In der Mitte kann ich wieder das verwenden, um auszusteigen. Und da rechts kann ich mein Video ein- und ausschalten. Da links habe ich sofort dieses Chat-Modul. Da kann ich noch irgendwie was schreiben. Das sehen dann die anderen Teilnehmer. Und das meiste da beim Handy, was ich da brauche, das sind die drei Punkte. Ganz auf die Schnelle. Ich kann da die Hand heben. Dann sieht der, der dafür zuständig ist, der hebt die Hand. Also das ist dieses kleine blaue Händchen da. Und wenn ich sie wieder runternehme, Hand senken. Und der nächste Schritt, ich habe da noch weitere Optionen. Was brauche ich da eigentlich? Da kann ich die Kachelansicht ausschalten. Dann sehe ich zwar unten da die kleinen Teilnehmer, alle von der Konferenz, aber einen sehe ich halt dort oben. Groß herausgezoomt. Und wieder dahin, weitere Optionen, Kachelansicht einschalten. Dann, je mehr Teilnehmer ich habe, desto mehr Kacheln habe ich da. Und das sind schon die. Das war's. Mehr braucht man eigentlich da nicht. Und da kann man schon loslegen. Ja. Also die Handy-App ist auch ohne Zweifel ganz leicht zu bedienen. Viel Spaß damit. Dazu schauen wir uns das ganz einfach an. Habe ich es jetzt, glaube ich, gekillt. So, eins, los. Also,